Nach Infinity War startet am 26.07. endlich Ant-Man the Wasp in die Kinos. Und dafür werde ich euch erstmal nämlich geile Fakten sagen, welche Charaktere überhaupt in diesem Film mitspielen. Moin Leute, der Countdown zum Action-Spektakel des wohl kleinsten und genialsten Superhelden-Teams läuft. Genau 3 Monate nach dem weltweit gefeierten Superhelden-Blockbuster Avengers Infinity War kommt Ant-Man and the Wasp in die Kinos. Neben den Titelhelden und seinen bekannten Mitstreitern habe ich die neuen Gesichter Marvel Cinematic Universe für euch unter die Lupe genommen. Also, viel Spaß dabei, vorweg natürlich immer Spoiler-Alarm, ne? Aber schaut gerne rein und viel Spaß. Dann fangen wir auch mal schon mal mit den Hauptcharakteren an, Ant-Man. Natürlich großer Superheld im Miniformat, das ist Scott Lang. Der wird gespielt von Paul Rudd, der jenseits seiner Einsätze für die Avengers versucht, ein ganz normales Leben mit seiner Tochter zu führen. Nachdem der Ex-Knacki als Ant-Man zuletzt in The First Avenger Civil War für Aufsehen sorgte, begibt er sich diesmal im Team mit The Wasp erneut mit Herz und Humor auf eine waghalsige Mission. Obwohl sich die Situation für Scott in Ant-Man and the Wasp gefährlich zuspitzt, war es Paul Rudd wichtig, Scotts charakteristische Unbeschwertheit beizubehalten. Er sagte in einem Interview, ich denke, es macht dem Publikum viel Spaß zu sehen, wie sich jemand wie Scott Lang in diese verrückte Abenteuer stürzt. Zu unserer größten Hoffnung. Ich esse Menschen! Entschuldigung, war nur ein Witz. Fokussiert und fest entschlossen ist Hope Van Dyne, gespielt von Evangeline Lilly, die sich intensiv auf ihre Superheldenrolle als Wasp vorbereitet hat. Nun bildet sie mit Scott Langs Ant-Man, dem sie anfangs skeptisch gegenüberstand, ein Team. Frau Lilly sagte, Hope lebt dafür, The Wasp zu sein, aber sie ist definitiv gekränkt und verärgert, dass Scott ohne sie auf die Mission nach Berlin gegangen ist. Doch mit dem Ziel vor Augen, ihre Mutter zu finden und die Familie wieder zu vereinen, begibt sich die brillante Quantenphysikerin mit Ant-Man auf ihre erste Mission als die mit Flügeln ausgestattete Superheldin The Wasp. Und das, obwohl sie sich auch dazu eigentlich noch gar nicht bereit fühlt. Hope, bitte, wir müssen uns konzentrieren. Bereit. Pass auf. Der dritte Charakter ist natürlich ein alter Bekannter, Erfinder des PIM-Partikels, Gründer von PIM Technologies und der erste Ant-Man im Marvel Cinematic Universe, Hank Pym. Alias Michael Douglas ist ein vielseitig talentierter und einflussreicher Wissenschaftler, der jedoch auch dazu neigt, moralisch fragwürdige Entscheidungen zu treffen. Als er erfährt, dass Scott Lang seinen Ausflug in die Quantenebene überlebt hat, schöpft er Hoffnung, dass seine geliebte Frau noch lebt. Gemeinsam mit seiner Tochter Hope setzt er alles daran, Janet zu finden. Michael Douglas schätzt die Erfahrung, Dr. Hank Pym zu spielen, sehr. So ziemlich meine gesamte Karriere bestand aus zeitgenössischen Komödien und Dramen, also ist es ein kleiner Rausch, in diese andere Welt einzutauchen, in der erst alles erlaubt ist. Ich habe das sehr genossen, sagte er. Willst du ein Glas Milch oder ein paar Kekse? Ein neuer Charakter ist eine starke Kämpferin, ist Janet Van Dyne, gespielt von Michelle Pfeiffer, die es geschafft hat, in der subatomaren Quantenebene zu überleben. Michelle Pfeiffer findet Janets unermüdlichen Kampfgeist besonders beeindruckend. Sie sagte nämlich, das ist unglaublich und die Botschaft, die das an Frauen allen Alters und an aller sozialen Schichten sendet, lautet, wir sind stark, wir sind unabhängig, wir sind fähig und bedeutende Teile der Gesellschaft. Also die Unterdrückung der Frauen. Aber ich liebe es, diese Botschaft in die Welt hinauszurufen. Die versierte Wissenschaftlerin, die es als erste Person in den Anzug von The Wasp schlüpfte und in den Comics ein Gründungsmitglied der Avengers ist, rettete Millionen vom Leben, als sie eine Rakete entschärfte, die schnurstracks auf die Vereinigten Staaten von Amerika zusteuerte. Dabei verschwand sie in der Quantenebene und ist seitdem diesen Tag unauffindbar. Die wohl größte Gefahr für Ant-Man and the Wasp ist die schwer zu fassende Terroristin Ghost oder Ava, gespielt von Hannah John Kamen. Als sie erfährt, dass Hank eine Technologie entwickelt, um Janet in der Quantenebene ausfindig zu machen, glaubt sie fest daran, dass diese technische Errungenschaft ihr helfen kann, die immateriellen Welt zu befreien. Mit allen Mitteln kämpft sie gegen Hank, Hope und Scott, um an Hanks Erfindung zu gelangen. Ja, Hannah John Kamen war begeistert von der Komplexität ihrer Rolle. Diese Figur hat ungemein viele Schichten. Ihr Hintergrund ist nicht schwarz-weiß, es geht nicht um die Weltherrschaft, gut oder böse. Ich war von ihrer Verwundbarkeit begeistert und fühlte mich Ava wirklich verbunden. Ah, was ich schon als gesehen habe von dieser Charakterin, also diesem Bösewicht, das fand ich gar nicht schlecht und bin sehr gespannt, wie es dann am Donnerstag da echt losgeht und was das überhaupt für Avengers heißen soll, weil man munkelt ja auch, dass sie eine große Rolle spielen wird. Um die Welt zu retten. Nichts kann euch auf das vorbereiten, was kommen wird. Festhalten! So Leute, jetzt kommt der letzte Charakter oder so gesehen Bösewicht. Vom Aufkochen alter Feindseligkeiten geprägt ist das Verhältnis von Hank und seinem ehemaligen Kollegen Bill Foster.
gespielt von Lawrence Fishburne. Was Lawrence Fishburne sofort an Bill Foster begeistert hat, war, dass er selbst Wissenschaftler ist, ein Zeitgenosse von Hank Pym, mit der gleichen Intelligenz und Neugier. Unterschiedliche Ansätze in einer gemeinsamen Forschung haben die beiden Wissenschaftler damals jedoch entzweit, und auch 30 Jahre später stehen sich die beiden unversöhnlich gegenüber, denn Bill verfolgt seine ganz eigenen Ziele. Ja, man weiß ja, dass er irgendwann Black Goliath wird, also ein großer Bösewicht, und ja, das war's eigentlich. Es waren 6 Charaktere im Ant-Man and the Wasp-Universum so gesehen, und die Quantenebene, dieses Multiversum, dieses Quanten-Multiverse wird hier aufgelöst, was ich schon ein bisschen so gehört habe. Und dann heißt das somit ja auch, dass es eine große Auflösung oder eine Weiterführung dann so gesehen für die vielen Theorien wahrscheinlich geben wird in der Post-Credit-Szene oder so am Ende für Avengers 4. Wir wissen ja noch keinen Titel, aber so wird das wahrscheinlich hinauslaufen. Ich habe mir noch keine richtigen Kritiken angehört, weil ich möchte da gerne unberührt reingehen. Ihr wahrscheinlich auch, denke ich mal, wenn es da am Donnerstag oder so gesehen ist, ja schon morgen losgeht, am Mittwoch. Das Video wird wahrscheinlich genau am Preview-Tag online gehen. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, lasst gerne ein Abo da. Guckt in das Panini-Comic-Gewinnspiel zu den fast 1000 Abos. Vielleicht haben sie auch jetzt auch geknackt. Und würde ich sagen, Leute, ne, Like da lassen. Bis dann und ciao und bäh.